Okay, Snake. It's open now. Hallihallo Gemeinde, heute spiele ich mal Power Slave Exhumed. Erkunden Sie die zerstörte Stadt Karnak und kämpfen Sie gegen Außerirdische. Naja, dann will ich mal meinen Vorderlader aus der Hose rausholen und alle Gegner wegspritzen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ihr wisst ja, ich spiele leidenschaftlich gerne Shooter, treffe nur so selten, aber das macht ja nichts. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Es soll wirklich sich um eine atemberaubende Grafik handeln. Das Spiel ist allerdings schon etwas angestaubt. Es kam damals in Schwarz-Weiß, glaube ich, sogar noch raus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das Teil ging mir am Arsch vorbei. Deswegen schaue ich ja heute einmal rein. Aber inzwischen mit Farbe auf der Blazy 5 und da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ihr seht unten Fortschritt 0, erhalten 0 von 21, soll also bedeuten, ich fange genau hier und jetzt an. Los geht's. Zur Zeit der Pharaonen war die Stadt Karnak ein Beispiel einer Zivilisation, die andere Völker mit Neid erfüllte. Karnak überlebt bis heute, umgeben von den Geistern der Vergangenheit. Doch etwas ist schrecklich schiefgelaufen. Unbekannte Mächte haben die Stadt besetzt. Chaos breitet sich in der Umgebung aus. Herrscher aus allen Ländern haben Truppen in das Tal von Karnak entsandt. Doch niemand ist zurückgekehrt. Die Allgewalt dieses neuen Reiches vernichtet die Tapfersten aus aller Welt. Die einzigen Informationen über die Krise kamen von einem Dorfbewohner, der irgendwo in der Wüste umherirrte. Benommen, am Verdursten und dem Tode nahe. Kurz bevor er starb, faselte er wirre und schreckliche Geschichten über außerirdische Wesen, welche in die Stadt eingedrungen seien. Frauen und Kinder verschlungen und die Männer zu Sklaven gemacht hätten. Vielen der unglücklichen Opfer sei die Haut abgezogen worden. Und man hätte ihnen Gliedmaßen abgerissen. Andere wurden gefoltert. Es wurden ihnen Injektionen gegeben und danach hätte man sie lebendigen Leibes mumifiziert. Selbst die Mumie des großen Königs Ramses sei ausgehoben und untergebracht worden. Du bist aus einer Gruppe der besten Kämpfer gewählt worden, um in Karnak einzudringen und den Feind zu zerstören. Doch kurz vor dem Karnak-Tal wird dein Hubschrauber abgeschossen und du kommst knapp mit dem Leben. Ohne Kontakt zur Außenwelt beginnst du dein Abenteuer, entschlossen, diese Mission zu Ende zu führen und am Leben zu bleiben. Interessante Einleitung. Leider habe ich wieder keinen einzigen Satz verstanden. Opa spielt wieder ohne Kopfhörer. Ich sage das jedes Mal, weswegen ich meinen Fernsehton ganz leise drehen muss. Ja, ihr Lieben, Optionen, mal schauen, was da drin ist. So sieht es aus. Spielereinstellungen, ach du Scheiße, nee. Jesus Christ. Nachrichten an den Faden, Kreuzgröße. Wie groß kann man das denn machen, das Ding hier? Ich lasse es mal auf 1,50 Meter, dass auch ich etwas erkenne. Und dann gehe ich mal zurück. Das sind die Eingabeeinstellungen. Bindungen. Ich bin doch ein Mann. Ich brauche doch gar keine Binde. Mein Gott, nein.
So glaube ich jedenfalls, dass ich ein Mann bin. Interagieren X, angreifen R2, springen L2. Aha. Nach links drehen, nach rechts drehen. Nächste Seite, um Gottes Willen. Nächste Waffe, vorherige Waffe. Machete, Pistole, M60, Ammunbombe, Flammenwerfer, Cobra-Stab, Ring des Ra, Manacle. Das soll doch bestimmt Monocle heißen, nehme ich an, oder? Waffenrad. Inventar. Automap. Ach du Scheiße, nee, da kommt etwas auf mich zu. So, jetzt. Waren wir hier schon? Einen Vibrator brauche ich morgens um 11 Uhr noch nicht. Also hier geht nichts. Aber hier kann ich es zurückdrehen. So. Dann Sticks vertauschen. Bla 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 bla. Ja, schauen wir mal. Vielleicht noch die Display-Einstellungen. Helligkeit mache ich gleich mal höher, damit ihr auch was seht. Ich würde sagen, ja, so in etwa. Keine Ahnung. Was ist Pfoff? Pfoff, du hast die ganz gestohlen. Gib sie. Spracheinstellungen Deutsche. Und okay. So, Credits, nein, müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Neues Spiel, neues Glück. Item auswählen. Item auswählen? Leerer Slot. Peng. Ui, da gibt es ja nicht mal eine leichte Stufe. Was ist denn das für ein Spiel? Ramses Grab. Ramses? War das nicht der mit... Ohne Mimi, Gedi, Krimi, nee, ohne Krimi, Gedi, Mimi, nie ins Bett. So rum war es, glaube ich. Ja, also nochmal. Ohne Krimi, Gedi, Mimi, nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi, Gedi, Mimi, nie im Bett. Niemals im Bett. Dum, dum. Das war doch der Ramses, oder? Ach, nein, 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 Kinder. Der hieß ja Ramsey, Bill Ramsey. Ja, genau, so hieß der. Los geht's. Ah, welch eine tolle Grafik. Also wirklich super, gerade auf der PS5. Um was geht es? Oh, eine Pistole. Ja, klappt. Oh, ein Schwein. Soll das heißen, dass der mich schon getroffen hat eben oder was? Aus der Entfernung kann ich nicht glauben. Dum di dum di dum. Tolle Musik. Oh. Die nächsten Schweine. Wie lädt man denn hier nach? Scheinbar geht das nur automatisch. Also das Zielen ist aber nicht so toll. Ich meine, ich hab's damit sowieso nicht. Brauche ich ja nicht, aber... Was sind denn das für Kügelein hier? Wupp, wupp. Und los geht's. Einmal nach unten, bitte. Also diese Texturen sind... What? Sind wirklich atemberaubend. Kann man den auch hier messern? Nee, das geht nicht. Also geht schon, aber schwer, muss ich sagen. Äußerst schwer. Gehst du? Also die Gesundheit nimmt ja ganz schön schnell ab.
Ah, Glück gehabt. Da 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 di di di. Und wieder Schweine. Kinder, das ist ja schwerer als Dark Souls. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Hier gehst du jetzt mal, du Sau. Und zwar kaputt. Da 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 da. Also diese orientalische Musik, was ich davon höre, die geht ja dermaßen von was ins Blut. Das ist ja sagenhaft, muss ich sagen. Ah, ein Schwein. Den habe ich überlistet, der hat mich gar nicht kommen sehen. So bin ich es gewohnt. Oder heißt es gewöhnt? Warum sage ich eigentlich immer gewohnt, Kinder? Irgendwann habe ich mir mal das so angewohnt, mit dem gewohnt, aus Gag erst, und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Es heißt gewöhnt. Ja, Shooter sind meine Spezialität. Ich sagte es, glaube ich, schon. Jedes Call of Duty kaufe ich mir am Erstverkaufstag. Spiele dann die Kampagne, die dauert ja meistens, naja, eine gute Stunde. Und dann gehe ich natürlich sofort ein Jahr lang in den Multiplayer, bis das nächste Call of Duty rauskommt. Ich freue mich schon auf September, Oktober, November. Es soll ja ein bisschen früher rauskommen, las ich irgendwo. Aber ich fand sie alle gut. Also alle 40 Spiele, die ich habe, sowas von abwechslungsreich. Und so völlig ohne amerikanischen Pathos. Das mag ich ganz besonders. So, ihr Lieben. Das ist jetzt hier Ramses, oder was? Na, dann wollen wir mal schauen. Was ist hier? Willkommen, Sterbliche. Ich bin König Ramses. Als mein Körper hier zur Ruhe kam, wurde mein Name nicht vergessen und mein Geist im Schattenreich gesehen. Jahrhundertelang genoss ich unter den mächtigsten Göttern ein herrliches Leben nach dem Tunnel. Doch plötzlich bin ich aus meinem ewigen Schlaf aufgestreckt worden. Durch eine wilde Rasse, die Kema. Sie haben einen Mumie gestohlen und erziehen ihre Lebenskräfte für ihre eigenen Zwecke. Wenn sie nicht besiegt werden, wird sich Chaos wie ein Lauffeuer über die Erde verbreiten und alles versengen, was sich ihm in den Weg stellt. Unsere Welt eines grausamen Todes sterben. Du bist es, großer Herr, der die Welt von diesem Übel erretten muss. Mache dir auf, die 6 wertvollen Schätze zu finden, die einst mein Grab zählten. Geschenke der größten Götter Ägyptens. Sie wurden geraubt und im Tal verstreut. Und ihre Verstecke sind streng bewacht. Diese Artefakte enthalten immense Kräfte, die dir auf deiner Reise nützlich sein werden. Falls du dich auf deinen Fahrten verirrst, kehre zu diesem Grab zurück und ich werde dich leiten. Fürchte nicht die Macht der Kema. Stattdessen vertraue auf die Kraft der ägyptischen Götter. Sie werden dir helfen zu siegen. Tja, scheiße, dass es keine Untertitel gibt. Gehe zuerst. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich wieder nichts von der tiefgreifenden Story mitbekommen. Was ist das? Florian Silbereisen? Willst du nach Karnak reisen? Tja. Bitteschön.
Button-Mashing, Button-Mashing, da 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 da. War das das Kamel da oben, also Florian Silbereisen? Oder ist das ein Andromeda? Keine Ahnung. Oh, Arschlöcher! Was jetzt? Da, da, da. Oh my goodness. Da muss ich die harten Waffen rausholen. Hoffentlich treffe ich den heute nochmal. Wo ist er? Die Sau. Was ist denn jetzt los? Ach so, hier ist eine Türe. Ich brauche Heilung. Also wenn man nicht richtig treffen kann, so wie ich, sind Shooter natürlich nur die halbe Miete, nicht? Aber... What? Oh, ho, 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 ho. Hab ich dem... Was ist denn hier? Waffenrad? Waffenrad? Wo ist das Waffenrad? Hier. Ja, okay. Ja, ich brauche Heilung. Verfickt nochmal. Gleich bin ich hier. Ich habe es im Urin. Heilung, bitte kommen. So, du. Oh. Der muss sitzen jetzt. Ach, das war doch schon wieder nichts. Was sind das eigentlich hier für Klicker? Sind die dem aus der Hose gefallen eben? Oder was soll das hier sein? Wer ist das? Oh, und ein neues Schwein. Kinder, jetzt brauche ich ja wirklich langsam mal Heilung. Wie? Was denn jetzt? Oh, oh, oh. Raus, raus, weg, weg. Hat er mich getroffen eben, oder was? Ach du Scheiße, nee, jetzt wird's kompliziert. Gesundheit, danke. Ich habe aber gar nicht genossen, aber ich brauchte sie. Was, so wenig? Das ist ja wohl lächerlich. Jesus Christ. Glaubt ihr, die Sau habe ich schon wieder gar nicht gesehen. Ich kam von hier nicht. So, okay, was ist hier zum Beispiel? Oh. Böses Faul. Aber einmal Gesundheit für Lau abgestaubt. Also die zu treffen ist gar nicht so einfach hier. Für mich. Ach, guck mal, er. Oh, da hatte ich Glück. Oh, oh, oh. Welch eine großartige Reaktion. Wo ist er denn? Ist er jetzt wieder in die Tür reingegangen? Du Pappnase, kann ich da nur sagen. Du elendige Pappnase. So. Was ist hier los? Ui. Was ist das? Eine Falle? Aha. Und schon wieder Schweine. Nein, nimm das dann nie ein Ende. Komm her, du so. Ich habe ein großes Talent. Nämlich immer im falschen Moment abzudrücken. Aufmachen bitte. Da, eben ist Schluss. Eben ist Schluss. Was ist hier? Langsam, ganz langsam vorgehen. Das ist schon wieder so ein Schwab. Kann der hier hochspringen? Tatsächlich.
Wieder bräuchte ich Heilung. Aber sie ist mir noch nicht vergönnt. Hä, habe ich gewusst. Ja, warum den Gegnern alle Klicker aus der Hose fallen, weiß ich jetzt. Oh. Also die sind aber auch aufdringlich. Was soll das hier? Was ist das? Gesundheit, Gesundheit, Dankeschön, Gesundheit, Gesundheit, Dankeschön. Was ist hier? Wo geht's weiter? Hier komme ich doch nie hoch, Kinder. Was ist hier los? Mal ruf! Ein Rätsel? Wirklich? Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann geht es hier herum. Achso, was war denn hier überhaupt? Ganz schön kompliziert. Ach, schon wieder diese Arschlöcher. Jetzt lasse ich mich kaputt machen, aber mit Absicht. Türe zu! Edgy. Gesundheit, Gesundheit. Oh, das war aber knapp, Kinder. My liver. Was ist das, Bosskampf? Du brauchst das Symbol des Krieges. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich hier nicht reinspringen sollte, oder? Ich habe aber keine Ahnung. Was ist hier? Wo kam ich jetzt her? Ich habe den Überblick verloren. Du brauchst das Symbol der Zeit. Aha. Was hier? Jetzt ist Ruhe, komm. Ich kann ja nicht dauernd schießen, das geht ja gar nicht. So viel Muni habe ich ja gar nicht. Wie der 12-Jährige sagt. Ich brauche Muni. Ich bräuchte vor allem mal mehr Talent für dieses Spiel, merke ich gerade. Ach nee, da kann man an die Vasen nicht ran. Jawohl, ja, Gesundheit. Hat. Da hatte ich jetzt wieder eine Reaktion wie ein Waldmeister. Symbol des Krieges. Das brauchte ich doch gerade irgendwo her. Und von dem habe ich es bekommen. Geht's hier weiter? Nein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was ist hier? Das war hier der Griech. Symbol des Grieches. War das hier? Ja. Da, oh. Also Kinder. Können die auch die Tür aufmachen? Nee, das können sie nicht. Was? Ach, Waffenkraft? Ich las vorhin Waffenrad. Und wunderte mich schon, Waffenwinterrad oder Waffensommerrad? Hier macht dich nicht unbeliebt, du Drecksack. Waffenkraft, wunderbar. Da nehme ich doch gleich mal mein Hackebeilchen. Ist das einer? Schon wieder Florian Silbereisen? What? Wer trifft mich denn hier? Das ist Link. Ach, die Sau kommt da rausgesprungen. Komm hier runter, du Sackgesicht.
Da. Was ist hier? Nicht. Wo kommt man denn da hin? Ins Karnak-Heiligtum? Wie sieht's denn da aus? Ja, ganz anders, muss ich sagen. Also die 18 Euro waren gut angelegt, Kinder. Wirklich, war das macht mir so viel Spaß. Nee, Moment. Was ist hier? Ach, jetzt kommen sie auch noch mit Fledermäusen oder was? Ich habe getroffen, Kinder. Ich habe getroffen. Ihr habt es gesehen. Ihr wart meine Zeugen, hoffe ich. Ach, das ist jetzt Bosskampf oder was? Was ist das hier? Was soll das sein? Nichts. Yeah! Now you're playing with power. Trophäe erhalten. Eddie. Waffenkraft. Was ist hier? Die M60. Auf die habe ich gewartet. Schon die ganze Zeit. Hier, du Saude. Ich wusste gar nicht, dass es da hinten weitergeht, Kinder. Deswegen. Wer ist das? Tja, Junge. Da hast du nicht mit Opa gerechnet. Also so eine geile Musik. Aber es hat dann scheinbar doch nur für ein Stück gereicht, oder ist mir was entgangen? Was ist das hier? Hier gehst du. Drecksack, du. Und Sackgesicht in der Vase. Wer soll denn auf sowas kommen? Was ist hier los? Der nächste Gegner. Was wird sich hinter dieser Türe verbergen? Kinder, ihr werdet es nie erfahren, denn hier brauche ich erstmal eine gepflegte Pause. Ich steck meinen Vorderlader mal wieder in die Hose zurück, aber ich habe ja jede Menge Gegner weggespritzt, wie ich es euch versprochen habe. Kaufen kann ich da nur sagen, es handelt sich um ein Meisterwerk. Bis demnächst. Ciao, ciao mit Wow, Wow. Thank you. Come back anytime.